Recht herzlich willkommen zur 76. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Wir haben eine niedrige Stabilität, die können wir aber gerade nicht ändern. Dann haben wir hier noch was zum Erforschen. Was ist das? Verbessertes Manöver. Okay, das sollten wir vielleicht machen, das bringt's. Okay. Und Unruhen. Was haben wir hier? Achso, das sind die Einheiten, okay. Das sind hier die... Das ist alles im grünen Bereich, aber Stabilität können wir noch nicht ändern, ne? Oder? Ne. Wir könnten was bauen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht, ne? Boah, wir haben 600 Taler. Weißt du was? Dann ziehen wir das mal gerade durch, dann ist das weg. Haben wir das überall gemacht. Und danach kommt das hier, ne? Okay, lassen wir erstmal so. Achso, wir haben noch die Pause dran, weil wir sind ja noch drüben in Neufundland unterwegs. Ja, und minderwertige Eisenbahn, super. Das wird alles teurer. Und dann haben wir hier Truppen, die jetzt 8 sind, schon 8,1. Wir hatten 7,5, glaube ich, beim letzten Mal. Also schon wieder 8,8, die steigen gerade, das ist schon mal gut. Jetzt ist noch die Frage, was der Neufundländer macht. Ah, der kommt gerade hier mit 11 Schiffen vorbei. Ah, da läuft er jetzt rüber. Aber kommt er hin? Das ist die Frage. Ja, doch. Er hat sich wohl das Recht von Florida geholt, da loszulaufen, ne? Und hier haben wir jetzt 9,2 Einheiten. Und die haben 17,3. Sieht so aus, als ob die da reingehen, ne? Dann können wir die gleich unterstützen. Wo sind sie? Weg sind sie. Das ist ja krass, oder? Ich weiß nicht, warum die sich aufgelöst haben. Oder wo die geblieben sind. Ach, die sind da rüber gegangen, oder wie sehe ich das? Neufundland. Zölle zu hoch. Okay. Ja, komm, machen wir das. Da ist ein neuer Papst gewählt worden. So, und die laufen jetzt wieder rüber, ne? Oder wie sehe ich das? Ja. Sind jetzt schon 17 und das sind 16. Kriegen wir die Jungs denn dahin? Oh. Ja, da können wir mit der Flotte. Dann lass uns gleich darüber gehen. Ist auch egal. Wir setzen die da über und dann gucken wir da weiter. Und die Jungs aus Lingens kommen auch schon rum. Das ist sehr gut. Okay, wann kommt unser Schiff an? Da. Supi. Und wir befreien jetzt erstmal diesen Ort. Weil die kommen gar nicht, oder doch? Ach, die machen so einen Schlenker da, ne? Oh. Ja, supi. Unsere Truppen sind dann kaputt, wenn die jetzt nicht hier reinkommen. Oder? Ah, sie sind da. Okay, dann hat's geklappt. Da haben wir Glück gehabt. Ja, ich hätte schon Sorgen, dass die gar nicht kommen, ne? Aber jetzt haben wir hier 4-4. Das heißt, wir können uns da auch erholen. Aber ich glaube, die Rebellen sind dann aufgerieben, ne? So, hier geht's weiter. Wie Provinzent ist das? Doch, rein. Der untere ist ja schon relativ gut. Da müssen wir dann weiter gucken, ne? Ja, was machen wir mit den Truppen? Die regenerieren jetzt auch hier. Das würde dann auch okay sein. Wie sieht's auf dem Festland? Ne, Festland ist es ja nicht, ne? Auf der Insel aus. Hier haben wir 44 Truppen stehen, die hier auch versorgt werden. Das ist okay dann. Die Holländer sind da. Auch nichts Besonderes mehr mit einem Fleckchen, oder wie ist das? Ja. Und die werden auch gerade wieder angegriffen, oder wie sehe ich das? Sind im Krieg mit Schweiz, Nürnberg, Memmingen, Rothenburg, Burgund, Braunschweig, Hamburg und Trier.
Ja, das war's dann wohl mit denen, oder wie sehe ich das? Ist die Frage, ob sich das gleich auflöst. Großer Führer, alles klar. Österreicher, okay. Kaiserloren. Ja, jetzt interessant, was hier noch passiert, ne? Ob Holland gleich erledigt ist. Ist Teil des Römischen Reichs, ne? Mauern sind noch nicht durchbrochen, aber es werden halt auch immer mehr, oder wie sehe ich das? Ja, ist halt so, ne? War das hier immer schon so schick mit dem Wasser und so? Oder gab es ein Update, dass das so schön aussieht? Könnte auch sein, ne? So, gut. Wie sieht's hier drüben aus? Die Rebellen sind geschlagen, denke ich mal. Können wir hier schon unsere Stabilität wieder erhöhen? Ja, machen wir. Gut, jetzt haben wir wenigstens 0. Das ist schon mal gut. Unsere Truppen sind hier. Oh, sind schon 10, ne? Okay. Ah, lass sie da erst stehen und wie sind sie denn insgesamt am Ende? Oh, ist ja doch reichlich, ne? 7, 4 und 4 sind 15. Wir haben 10, 8, also naja, lange dauert es nicht mehr. Was können wir bauen? Ja, komm, zack. Haben wir das noch dazu gemacht? Okay. 553, der ist natürlich nicht schlecht. Warte mal, wer war das? Fünfzehn ist er, okay. 553. Oh, hier fehlt einer. Beziehung verbessern. Na. Architektonische Entwicklung. Da verlieren wir Geld. Da verlieren wir Prestige. Komm, das Geld kriegen wir relativ zügig wieder rein. Agent wurde in Bretagne entdeckt. Dann müssen wir da mal hin. Okay, den ziehen wir zurück. Ja, jetzt muss man den Kredit aufnehmen, der dann sofort wieder abbezahlt werden kann gleich, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Noch höher, okay. Das ist schon klar. Da muss man Anspruch drauf fingieren. Finistre. Okay. Und dann haben wir hier noch Morbihan. Ach, das geht gar nicht, oder was? Warte mal, nochmal abbrechen. Haben wir das schon? Wieso will das jetzt nicht? Haben wir nicht. Und ja, weiß ich, wo die anderen da sind, ne? Aber spielt ja erstmal keine Rolle, weil die Punkte fallen ja runter und dann können wir sie noch behalten, ne? Selbst erhalten, cool. Gehen wir mal gerade rüber. Höher. Da. Gut. Dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes. Also über bleibt uns schon was anderes. Klar, wir gehen mal hier hin. Und die Einheiten sind jetzt auch schon fertig.
Und die schicken wir jetzt mal hier hin. Wie weit sind die? Ja, gut 50%. Ojibwa oder so ähnlich. Sind wir unterwegs hin, ne? Von Großbritannien beansprucht. Bin aber hier Spanien. Ja, okay. Okay. Müssten wir so den Bogen schlagen dann im Endeffekt, ne? Kastilisch große Ebenen. Mhm. Gut. Ist da schon einer da? Wohl nicht, ne? Darlehen wird bald fertig, dann machen wir das auch gerade weg. Okay, das passt. Technologie können wir investieren. Okay. Na dann. Der ist gestorben. Was haben wir hier? Mhm. Ne, Prestige will ich nicht verlieren. Oder nicht so viel verlieren, sagen wir es mal so. Komm, zack. Das ist gleich fertig. Dann können wir das auch noch auswählen. Und kommt hier Ojibwa in unsere Hände. Baugeschwindigkeit, okay. Wie sieht's hier aus? Und wir können erstmal darüber gehen, ne? Niedergang der Hinterklasse, okay. Oder Niedergang. Standmodifikator ablaufen. Okay, oh nein. Okay, doch. Thunder Bay haben wir da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das dann irgendwie hier weiter vorantreiben. Ich glaube, das interessiert uns ja eigentlich weniger, sondern wir wollten ja hierum dann schließen. Das heißt, Makua oder wie das auch immer heißen mag, werden wir als nächstes dann in Angriff nehmen, wenn das hier erledigt ist, ne? Gut, dann schauen wir gerade nochmal rüber, was wir hier so haben. Ja, wenn wir gegen die Krieg führen würden, und die führen gerade Krieg, ne? Florido oder was? Wenn wir da Krieg erklären würden, wären die alle gegen, für die, und naja, wir hätten die Holländer bei uns, das nichts bringt, die Skandinavier wären noch interessant. Aber das sind zu viele, dann, das ist dann auch nichts. Und das können wir mit Aachen und Aragon, da wollen wir gerade nicht anpacken. Burgund wäre noch interessant zu sehen. Trier, Friesland, Brandenburg und Baden. Österreich wäre nicht dabei. Okay. Skandinavien wäre dabei, ja. Festung. Machen wir das Positive, das Angriffsmäßige, ne? Gut, hier ist noch eine Debatte, die wir lösen können. Kostenberater. Kostenkulturänderung, Unterhalt, Armee. Ja, weiß ich auch nicht. Nehmen wir das jetzt mal. 37% ist schon dabei. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann müssen wir noch schauen, ob hier noch was ist. Korruption steigern wir auch mal gerade. Legitimität würde ich jetzt nicht. Das noch. Und dann sind wir durch. Fertig. Das können wir schließen. Okay.
Brandenburg sieht uns als neuen Rivalen an und die Franzosen auch. Und Parlament, das, okay, das ist klar, dass das gerade gewesen ist. Ja, und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.